Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Immer am Wochenende der Rückblick auf Neues der vorangegangenen Tage. Dazu begrüße ich Sie auch am Wochenende des ersten Advent. Glück auf! Meldungen vom Montag. Die Annaberg-Buchholzer Nachtwächter konnten ihren 10.000. Gast begrüßen. Dieser kam mit dem Erzgebirgszweigverein Krottendorf in die Kreisstadt, der die Nachtwächter für einen geführten Rundgang durch Buchholz gebucht hatte. Für ihren langjährigen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst des Erzgebirgskreises wurden am Freitagabend in Bermsgrün vor allem Männer, aber auch eine Frau geehrt. In Vertretung des Landrates nahm der erste Beigeordnete und zuständige Abteilungsleiter für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz, Andreas Haustein, gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband die Auszeichnung vor. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Wittstorfer Blasmusikanten. Ein Orchester mit Bezug zur Feuerwehr. Der Klangkörper wurde vor mehr als 100 Jahren als Musikverein der Feuerwehr Wittstorf gegründet und gehört nun zur Freiwilligen Feuerwehr Gornau. Nach Bermsgrün waren die Kameraden aus dem Bereich Aue-Schwarzenberg und Stolberg eingeladen. Am 30. Oktober gab es schon eine Auszeichnungsveranstaltung in Pobershau. Insgesamt leisten im Erzgebirgskreis 5.000 aktive Feuerwehrleute in 182 Ortsfeuerwehren ihren Dienst. In diesem Jahr wurden sie bis Ende Oktober zu über 200 Bränden und rund 950 technischen Hilfeleistungen gerufen. In der Kategorie externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeitern überzeugte die Vesco GmbH Stolberg als Finalist beim diesjährigen Wettbewerb Excellence in Production die unabhängige Jury. Der interne Werkzeugbau der Audi AG stellte zum wiederholten Male den Gesamtsieger des Branchenwettbewerbs. Als besondere Stärken der Vesco wurden die Entwicklung innovativer Werkzeugtechnik zum Nutzen des Kunden, eine hohe Kompetenz im Bereich der Werkzeugtechnik sowie auch im Bereich der Bauteilkonstruktion sowie eine gute Investitionsstrategie im Bereich der maschinellen Fertigung herausgearbeitet. Der Preis ging dabei nicht zum ersten Mal ins Erzgebirge. Die Pockauer Werkzeugbau GmbH Oertel belegte 2011 und 2012 einen zweiten bzw. dritten Platz im Wettbewerb zum Werkzeugbau des Jahres. Auch die A-Form AG aus Mildenau konnte sich 2005 über einen zweiten Platz freuen. Andrea Keller, Leiterin einer Schwarzenberger Kindertagesstätte, gehört zu den Preisträgern beim Wettbewerb Wrigley Prophylaxe 2015. Dass die wichtige Zahnpflege auch richtig Spaß machen kann, lernen die Kinder bei dem Spiel- und Lernprogramm Abenteuer im Knapper-Schnapper-Lecker-Schmecker-Wunderland. Das Konzept, dass Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren auf spielerische Weise für die tägliche Zahnpflege begeistert und ihnen ein Gefühl für den eigenen Körper vermittelt, bekam in München eine Ehrenurkunde. Ein Verkehrshinweis. In dieser Woche kommt es in Waschleite wegen Baumfällarbeiten auf der Talstraße in Höhe Kleines Erzgebirge zu einer Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der FC Erzgebirge Aue konnte beim Sachsen-Derby gegen die SG Dynamo Dresden seine Fans begeistern. Zwar trennten sich die Veilchen vor heimischer Kulisse von den Schwarz-Gelben mit einem Unentschieden, doch die Zuschauer sahen ein spannendes Spiel auf höchstem Drittliganiveau. Die Gäste waren in der 19. Minute durch Testroje in Führung gegangen. Der verdiente Ausgleichstreffer für die Auer fiel in der 74. Minute durch Breitkreuz. Die nächste Partie ist für die DOTCHEF 11 wieder ein Heimspiel. Am kommenden Sonntag stellt sich im Sparkassen-Erzgebirgsstadion der SC Fortuna Köln vor. Der Landessportbund Sachsen hat seine Umfrage nach Sachsens Sportler des Jahres 2015 gestartet.
Die je 10 nominierten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften wurden am Freitag in Leipzig der Öffentlichkeit präsentiert. Alle Sportfans können ab sofort ihre persönlichen Favoriten des Sportjahres 2015 wählen. Ginge es allein nach den Stimmen der Medienprofis, so hätten Kugelstoßweltmeisterin Christina Schwanitz, Kombinationsweltmeister und Gesamtweltcup-Sieger Erik Frenzel und die Kanu-Slalom-Weltmeister Franz Anton und Jan Benzin jeweils einen weiteren Titel in der Tasche. Diese Entscheidung liegt aber nun in den Händen des Sportpublikums. Bis zum 2. Januar 2016 können Sie jetzt abstimmen. Im Internet auf den Seiten des Landessportbundes Sachsen unter sportfürsachsen.de sowie mit den gewohnten Stimmkarten, die in der LSB-Geschäftsstelle und bei den regionalen Kreis- und Stadtsportbünden sowie ab Mittwoch auch in fast allen Sparkassenfilialen erhältlich sind. Auch in der ersten Meldung unseres Nachrichtenblogs vom Dienstag geht es um eine geplante Asylbewerberunterkunft. Wie die Polizei mitteilt, wurde in Johanngeorgenstadt in einem solchen Gebäude in der Schwefelwerkstraße von Unbekannten eine Scheibe eingeschlagen. Offenbar versuchten die Täter am Haus Feuer zu legen. Die Flammen erloschen von selbst. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei ermittelt. Der Landestourismusverband Sachsen sucht den Gästeliebling 2016. In einem landesweiten Wettbewerb werden hierfür alle Bewertungen zu sächsischen Beherbergungsbetrieben im Internet unter die Lupe genommen. Dazu erklärte LTV-Direktor Manfred Böhme, egal ob 5-Sterne-Luxushotel oder familiengeführte Pension, wir wollen Unterkünfte in Sachsen motivieren, Online-Bewertungen als Chance zu begreifen, um Neukunden zu gewinnen und ihre Angebotsqualität zu verbessern. Immer mehr Urlauber schauen ins Internet, wenn sie erfahren wollen, wo sie bequem schlafen oder schmackhaft essen. Allein zum Reiseland Sachsen wurden in den letzten 2 Jahren 420.000 Bewertungen im Netz gepostet. Für viele Betriebe ist der Umgang mit Online-Bewertungen jedoch noch Neuland. Nur jede 4. Bewertung wird in Sachsen beantwortet. Rund 70% der sächsischen Betriebe beschäftigten sich bisher überhaupt nicht mit dem Thema. Genau das wollen wir ändern, erklärt Böhme. Auch in diesem Jahr gibt es den Schwarzenberger Adventskalender. Als Gemeinschaftsaktion verschiedener Gewerbetreibender der Schwarzenberger Innenstadt sowie des Wirtschafts- und Gewerbevereins Region Schwarzenberg. Erneut verstecken sich hinter dessen 24 Türchen attraktive Angebote und Gutscheine, welche die Vorweihnachtszeit auch ohne Schokolade versüßen und ganz einfach beim nächsten Einkauf eingelöst werden können. Die Adventskalender sind ab sofort in den teilnehmenden Geschäften und Einrichtungen erhältlich. Nähere Details hierzu gibt es unter altstadt-schwarzenberg.de. Die Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH im Stadtgebiet Annaberg-Buchholz werden im Ortsteil Kleinrückerswalde fortgesetzt. Dort wurde zwischen 1947 und 1959 im Bereich der Schächte Uranus 1, 2 und 3 aktiv Bergbau betrieben. Zum Teil wurden dabei Schächte unmittelbar an Gebäuden abgeteuft. Nach dem Ende des Bergbaus sind Tagesöffnungen jedoch nur unzureichend verwahrt worden. Auch nachträgliche Sicherungsarbeiten erwiesen sich als nicht ausreichend, um das Gelände und die umgebende Bebauung nachhaltig zu sichern. Das haben umfangreiche Bohrarbeiten sowie Kamerabefahrungen im letzten Jahr bestätigt. Mit den aktuellen Arbeiten, die bis Mitte 2017 abgeschlossen sein sollen, werden noch bestehende Gefahren an den Schachtstandorten und unter der Uranushalde beseitigt. Im Zusammenhang mit den Sicherungsarbeiten machen sich seit dieser Woche kleinere Sprengarbeiten notwendig. Sie finden im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr statt und werden jeweils mit einem Hornsignal angekündigt. Betroffene Anwohner werden von der Firma vorher gesondert informiert. Bei den in Zwönitz zum 21. Mal ausgetragenen offenen Meisterschaften im Streckenschwimmen traten diesmal Sportler aus Stolberg, Annaberg, Thalheim, Zwickau und Zwönitz an. Insgesamt wurde eine Strecke von 19.902 Metern zurückgelegt. Absoluter Höhepunkt waren die Leistungen von Emma Heckel aus Zwickau mit 248 Metern und von Paul Windisch aus Thalheim, der mit 287 Metern seinen alten Streckenrekord aus dem Jahre 2013 nur um 2 Meter verfehlte.
Beide erhielten den Pokal für die weiteste Strecke. Weitere Resultate unter kabeljournal.de. Der EHV Schönheide 09 muss weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten. Vor Negativkulisse mit nur gut 400 Zuschauern im Wolfsbau mussten sich die Wölfe am Sonntag auch gegen den EC Peiting mit 2:5 geschlagen geben und warten nunmehr seit 11 Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Denn auch beim vorangegangenen Auswärtsspiel am Freitagabend in Bayreuth war der EHV 09 chancenlos. Die Partie beim Tabellenzweiten ging klar mit 2:6 verloren. Die nächste Chance, zu Punkten zu kommen, besteht am kommenden Freitag. Dann treffen die Schönheider als Tabellenschlusslicht auf den vorletzten EHC Klostersee. Allerdings trennen beide Vereine bereits 9 Punkte. Anpfiff der Partie im Schönheider Wolfsbau ist 19.30 Uhr. Die Vertreter der Landkreise, Städte und Gemeinden im UNESCO-Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge kamen am Dienstagnachmittag in Oelsnitz zur Abschlusssitzung des Welterbekonvents Erzgebirge zusammen. Dabei wurde die Verantwortung für die Trägerschaft vom Welterbekonvent an den neu gegründeten Welterbeverein übergeben. Seit 2011 fungiert der Welterbekonvent als das Entscheidungsgremium der antragstellenden Region. Grundlage war ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der zum 31. Dezember 2015 endet. Als verantwortliche Gesamtprojektsteuerung des Welterbeprojektes fasste die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in ihrem Abschlussbericht die Arbeit der letzten Jahre zusammen. WFE-Geschäftsführer Matthias Liske hob dabei die große Bandbreite der Aufgaben hervor, die die Gesellschaft im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit ihren Partnern im Projekt bis Ende 2015 umgesetzt hat. Auch zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zog die WFE ein Resümee. Insgesamt wurden im Antragsprozess zwischen 2011 und 2015 gut 1,5 Millionen Euro investiert. Davon wurden ca. 1 Million Euro durch die beteiligten Landkreise, Städte und Gemeinden der Region bereitgestellt. Über Fördermittel der Europäischen Union wurden ca. 500.000 Euro akquiriert. Der Freistaat Sachsen steuerte knapp 40.000 Euro zum Antragsverfahren bei. Im Anschluss an die Konventssitzung fand die erste Mitgliederversammlung des Vereins Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. statt. Der Verein übernimmt ab 1. Januar 2016 offiziell die Trägerschaft für das Welterbeprojekt. Die Vereinsgeschäftsführung für das Jahr 2016 wurde der WFE GmbH übertragen. Dazu wurde in der Sitzung eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Das Verfahren zur Entscheidung des Welterbeantrages befindet sich derzeit auf einem guten Weg. Nach der erfolgreichen Expert Mission im September wurden im Oktober erste Nachfragen der Experten beantwortet. Ende November findet eine Befragungsrunde mit ICOMOS statt, ehe der Internationale Denkmalrat im Dezember bzw. spätestens im Januar 2016 seine Empfehlungen ausspricht. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit für weitere Nacharbeiten. Die Entscheidung zur Aufnahme der montanen Kulturlandschaft Erzgebirge Kruschnori in die Welterbeliste fällt zwischen 10. und 20. Juli 2016. Dann tagt das UNESCO-Welterbekomitee zu seiner 40. Sitzung in Istanbul. Wie der Abfallzweckverband informiert, kommt es in der Bereitstellung der ortsbezogenen Abfallkalender für das kommende Jahr zu Änderungen. Beginnend ab Ende November 2015 werden in Abstimmung mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen die Abfallkalender 2016 entweder mit den gemeindlichen Amtsblättern ausgetragen, an den Verteilstellen der gemeindlichen Amtsblätter zur Mitnahme ausgelegt oder über Zustelldienste verteilt. Eine Übersicht der Verteilwege und Termine ist auf der Homepage des ZAS, za-sws.de, Rubrik Aktuelles eingestellt. Dort sind auch alle ortsbezogenen Abfallkalender 2016 verfügbar. Zur Pressekonferenz im Rathaus Schwarzenberg am 24. November wurde auch das neue Tassenmotiv für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt 2015 vorgestellt. Unter dem diesjährigen Thema Eisenbahn und Eisenbahnmuseum sind verschiedene Züge sowie das Schloss von Schwarzenberg mit Kirche zu sehen.
Wie bereits seit einigen Jahren wurde auch das 2015er Motiv wieder durch den Schwarzenberger Künstler Ralf Alex Fichtner geschaffen. Gegen 2 Euro Pfand pro Stück können insgesamt 10.000 Tassen auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben werden. Die Prägung von unterschiedlichsten Motiven mit Sehenswürdigkeiten von Städten rings um Schwarzenberg gibt es auf den Tassen bereits seit 1992. Aktuell wird das Thema Palliativmedizin und Hospizarbeit intensiv diskutiert. Die ambulante Hospizarbeit steht und fällt mit dem Engagement und dem Idealismus vieler freiwilliger Mitarbeiter, den ehrenamtlichen Hospizhelfern. Im ambulanten Hospizverein Allerbrunn sind derzeit 58 Hospizhelfer am Einsatz. Seit dem 26.10.2015 absolvieren 14 Personen im kommenden Dreivierteljahr einen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizhelfer, um danach, wenn möglich, ehrenamtlich tätig zu werden. In Schneeberg ist der Besuch der Viertklässler aus der Hans-March-Witzer-Grundschule und der Pestalozzi-Grundschule an der Oberschule Bergstadt Schneeberg schon Tradition. Ziel dieses Besuches ist es, entsprechend des Lehrplanes der Klasse 4 die weiterführenden Schulen mit ihren Angeboten kennenzulernen, was sich in der Praxis am anschaulichsten umsetzen lässt. Besonders neugierig waren die Kleinen natürlich auf die Fächer, die sie ab der 5. Klasse neu erteilt bekommen. So hieß es also, sich auf Geografie, Physik, Biologie und Geschichte einzulassen. Und wenn auch das Fach Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft erst in Klasse 7 dazukommt, macht es doch jedes Jahr Spaß, sich in der Küche auszuprobieren. Zum Sport. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue und Innenverteidiger Pavel Baranowski gehen ab sofort getrennte Wege. Der 25-jährige Pole bat den Verein um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Auf Stürmer Björn Kluft muss der FCE aufgrund eines Meniskusschadens am linken Knie bis zum Ende des Jahres verzichten. Der 25-jährige wurde am Mittwoch am Helios-Klinikum in Aue operiert. Unterdessen hat ein junger Stürmer ein Probetraining bei den Veilchen aufgenommen. Es handelt sich um den 22-jährigen Barudin Atajic, der aktuell für den finnischen Meister spielt. Atajic besitzt die Staatsbürgerschaften von Schweden und Bosnien-Herzegowina, wo er auf Einsätze in der U21-Nationalmannschaft verweisen kann. Die Nachrichten vom Donnerstag. Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat an 12 Personen stellvertretend den von Bundespräsident Joachim Gauck verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Mit Martina Gutzeit und Dr. Dieter Rausendorf sind 2 der Geehrten im Erzgebirgskreis verwurzelt. Die 78-jährige Martina Gutzeit war von 1972 bis zu ihrer Pensionierung 1997 Kantorin der Kirchgemeinde Schönheide. Daneben engagierte sie sich innerhalb der Kirchgemeinde auch in anderen Bereichen. Seit ihrem Eintritt in den Ruhestand setzt sich Martina Gutzeit mit großem Engagement für den Fortbestand der westerzgebirgischen Mundart ein. Außerdem engagiert sie sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Der 84-jährige Dr. Dieter Rausendorf hat sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl der Stadt Schlettau eingesetzt und zur Bewahrung von bedeutendem Kulturgut des Erzgebirges beigetragen. Er engagiert sich seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich für die bauliche Wiederherstellung und kulturelle Nutzung von Schloss und Schlosspark Schlettau. Als im Jahre 1995 engagierte Bürger einen Förderverein zur Rettung des vom Verfall bedrohten Schlosses gründeten, gehörte er zu den Hauptinitiatoren und wurde zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Der Förderverein Schloss Schlettau e.V. hat unter seiner Leitung gemeinsam mit der Stadt Schlettau die Instandsetzung und Restaurierung des Schlosses und des vorgelagerten Herrenhauskomplexes bis zum Jahre 2010 erfolgreich durchgeführt. Sachsens Innenminister Markus Ulbich hat zusammen mit den Regionspräsidenten der 3 angrenzenden tschechischen Bezirke die engere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Notfallrettung vereinbart. Dazu wurde in Karlsbad ein entsprechendes Kooperationsabkommen unterzeichnet. Künftig werden Rettungseinsätze in einem Streifen von jeweils etwa 5 Kilometern beidseitig der sächsisch-tschechischen Grenze möglich.
Wenn nicht ausreichend eigene Rettungskapazitäten zur Verfügung stehen, kann die für den Einsatz zuständige Leitstelle ohne Umwege die Partnerleitstelle des anderen Landes um Hilfe ersuchen. Im Kultur- und Freizeitzentrum Lugau hat der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen den Haushaltsplan des Kulturraumes für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Er umfasst einen Umfang von rund 19,4 Millionen Euro. 2016 werden insgesamt knapp 19 Millionen Euro an finanziellen Zuwendungen aus der Kulturkasse des größten sächsischen Kulturraumes an 240 regional bedeutsame Kultureinrichtungen und Projekte ausgereicht. Dies wird durch die Zuweisung des Freistaates Sachsen, aber vor allem durch eine stabil hohe Kulturumlage der beiden Zweckverbandsmitglieder, dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Mittelsachsen, finanziert. Der Erzgebirgskreis stellt dabei rund 4,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der Anteil des Landkreises Mittelsachsen beträgt rund 3,9 Millionen. Den höchsten Förderanteil aus der Kulturkasse erhalten mit etwas mehr als 12 Millionen Euro die beiden Theater- und Orchesterorganisationen. Damit bekennt sich der Kulturkonvent zu seinen beiden Theatern. Die verbleibenden Mittel von rund 6,8 Millionen Euro fließen in Einrichtungen und Projekte der verschiedensten Kultursparten. Pünktlich zum Annaberger Weihnachtsmarkt wird am Freitag gegen 14 Uhr die Adam-Ries-Straße für den Verkehr freigegeben. Seit Mittwochabend ist der Abschnitt zwischen Ernst-Schwertner-Straße und B101 wieder frei. In Hohndorf wird Freitag 12 Uhr der Verkehr auf der Rödlitzer Straße wieder freigegeben. Hier wurde seit Anfang Mai ein vom Hochwasser 2013 beschädigtes Durchlassbauwerk unter der Straße aus Fertigteilen neu errichtet. Der Durchlass überbrückt den Hohndorfer Bach in Höhe der Häuser 63 und 65b auf einer Länge von 92 Metern. Die Straßenbauverwaltung des Erzgebirgskreises plant derzeit die Instandsetzung eines weiteren Durchlasses auf der Rödlitzer Straße. Diese Bauarbeiten sollen im Jahre 2016 ausgeführt werden. Eine Brandserie in Oelsnitz im Erzgebirge beschäftigt die Polizei. In den frühen Morgenstunden des 24. November war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Kurz vor 4.30 Uhr ging die Information ein, dass in der unteren Hauptstraße Müllcontainer brennen. 15 Minuten später wurde der Brand eines Müllcontainers im Turleiring bekannt. Der Container wurde zerstört, die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Nur wenige Minuten später brannte es in einer Papierpresse eines Baumarktes in der Pflockenstraße. Kurz nach 5 Uhr wurde schließlich der Brand von zwei Gartenlauben in der Gabelsberger Straße gemeldet. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Zusammenhang aller Brände aus und sucht im Zusammenhang mit den Bränden dringend Zeugen. Wer hat zwischen 4 und 5.30 Uhr im Bereich der genannten Brandorte Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und kann nähere Hinweise geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Stolberg unter Telefon 03 7296 900 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Landesdirektion Sachsen hat grünes Licht für die Beckenerweiterung des Pumpspeicherwerkes Markersbach gegeben. Ziel des Gewässerausbaus ist die Erhöhung des Arbeitswasservolumens. Damit können die bisherige Turbinenarbeit sowie die bisherige Pumparbeit des PSW Markersbach gesteigert werden. Damit verbunden sind bauliche Maßnahmen an bestehenden Anlageteilen des Unterbeckens, zum Beispiel die Anpassung der Dammkrone des Absperrbauwerkes und die Anhebung der Zufahrtsbrücke und am Oberbecken zum Beispiel die Erhöhung der Dammkrone des Ringdammes und der Umbau der Einlaufbauwerke. Das PSW Markersbach wurde zwischen 1970 und 1981 errichtet und ab 1979 in Betrieb genommen. Die Anlage ist eines der größten Pumpspeicherwerke dieser Art in Europa. Eine echte Rarität hat den Weg in den Auerzoo der Minis gefunden. Ein Streifenskunk ganz ohne Streifen.
Der kleine Kerl ist in der Reptilienauffangstation München gelandet, weil er aufgrund seines ungewöhnlichen Aussehens abgegeben wurde. Der Albino hat sich sehr schnell mit seiner neuen Partnerin Blümchen angefreundet. Diese Kinder haben Gutes getan. Im Rahmen der Aktion Kinder helfen Kindern packte die 5. und 6. Klasse der Oberschule Bergstadt Schneeberg Päckchen für Kinder in der Ukraine. Viele nützliche Dinge, aber auch Puppen, Teddys und Autos kamen hinein. Manche Päckchen wurden bemalt und verziert. Die Herausforderungen der Flüchtlingsfrage waren das Thema eines einstündigen Gesprächs von Landrat Frank Vogel, der Präsident des Sächsischen Landkreistages ist, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Berlin. Vogel wurde vom CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz und 8 sächsischen Bürgermeistern begleitet, darunter Nico Dittmann aus Thalheim, Carsten Michaelis aus Jahnsdorf, Thomas Probst aus Burkhardsdorf und Stefan Weinrich aus Niederdorf. Die CDU-Kommunalpolitiker tauschten sich mit der Kanzlerin sowohl zu den konkreten Herausforderungen der Unterbringung und Integration vor Ort als auch zu den europäischen und internationalen Fragen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus. Es ging unter anderem auch um die innere Sicherheit, sowohl die Thematik Kriminalität durch Flüchtlinge als auch die durch Rechtsradikale betreffend. Auch über ehrenamtliches Engagement wurde gesprochen. Die Kommunalpolitiker sprachen zudem die Herausforderungen für die kommunalen Haushalte an. Der Breitenbrunner Ortsteil Antonstal hat eine neue Ortsmitte bekommen. In den vergangenen Monaten ist eine zentrale Familien- und Freizeitanlage entstanden. Am Freitagabend wurde sie beim Anschieben der Ortspyramide feierlich übergeben. Das Areal ist konzipiert als ein Ort der Begegnung für Jung und Alt mit entsprechenden Anlagen. In Schneeberg sind die komplexen Baumaßnahmen in der Schillerstraße beendet. Mit der Fertigstellung von Stützmauer, Straßen- und Gehwegbau sowie der Verlegung diverser Medien ist der Ausbau einer innerörtlichen Verbindung zwischen der Auerstraße und der Josef-Heiden-Straße mit Anbindung an den Fachbereich Angewandte Kunst der Westsächsischen Hochschule Zwickau, dem Krankenhaus Schneeberg sowie dem Gewerbegebiet am Gerichtsberg endgültig abgeschlossen. Durch die Gesamtheit der am Bereich durchgeführten Baumaßnahmen wird zudem eine Entlastung des zentrumsnahen Durchgangsverkehrs erwartet. In dieser Woche wurde an der Auffahrt zu Schloss Schwarzenberg zwar noch gearbeitet, doch der Beginn der Weihnachtsausstellung Es Rachamannel, De Peramet und der Bergmar, eine Reise durch das Weihnachtsland im Museum Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte am Sonnabend, ist nicht gefährdet. Nachdem vor dem Schwarzenberger Schloss im Frühjahr 2015 zunächst der Kanalbau erfolgt war, war im Herbst der Straßenbau in den Bereichen Schlosshof und Schlossauffahrt dran. So hat der Bereich neues Pflaster bekommen. Die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, kurz IAV, will bis 2020 den Standort Stolberg um weitere Büro- und Prüfstandsflächen sowie Prototypenwerkstätten erweitern. Das berichtet die Freie Presse. Die IAV GmbH entwickelt für Automobilkonzerne und deren Zulieferer neue Technologien bis hin zur Serienreife, vom Antriebsstrang und der Elektronik über die Motorenentwicklung bis zum Gesamtfahrzeug. Mit dem Ausbau in Stolberg, so die Freie Presse, soll die Zahl der Mitarbeiter auf rund 1000 steigen. Derzeit sind in Chemnitz und Stolberg 830 Mitarbeiter tätig. Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz haben in Schlettau das Horizontalspülbohrverfahren zur Verlegung eines Mittelspannungskabels genutzt. Zwischen den Trafostationen Brauerei und Kästner wurde ein neues bis 20 kV belastbares Mittelspannungskabel verlegt. Dabei wurden die Flussläufe von Schopau und Roter Pfütze ökologisch schonend unterquert. Die Tannenbaumverschwörung des Schwarzenberger Filmemachers Udo Neubert wird in der Nacht auf Sonnabend im Rahmen der MDR-Kurzfilmnacht gezeigt. Die Sendezeit beginnt 0.15 Uhr. Der Film spielt Ende des Zweiten Weltkrieges in Schwarzenberg. Ende des Zweiten Weltkrieges und Schwarzenberg, da war doch was. Die MDR-Kurzfilmnacht präsentiert laut Senderangaben insgesamt 7 Filme, die auf humorvolle, skurrile, poetische oder auch nachdenkliche Art kleine Geschichten ganz groß erzählen.
In die SEMA-Filiale der Erzgebirgssparkasse wurden am Donnerstag 3 junge Schülerinnen eingeladen. Ihre Postkarten mit Motiven aus dem SEMA-Tal konnten überzeugen. Im Rahmen des Projektes Lesen macht stark, digitale Medien hatte die Bibliothek in Kooperation mit Familienzentrum und Kita Spatzennest die SEMAer Entdeckungstour 2014-15 veranstaltet. Am Ende entstanden Postkarten. Die 67 besten Ansichtskarten waren im Oktober zur Abstimmung in der Sparkasse öffentlich ausgestellt. Am Ende bekam die Karte 58 von Marie Langer aus Krottendorf 22 und damit die meisten Stimmen. Die Karte mit der Nummer 1 von Lea Ott aus Neudorf konnte mit 19 die zweitmeisten Stimmen für sich verbuchen. Platz 3 ging an Karte 43 von Angelina Bernd aus SEMA mit 18 Stimmen. Da die 3 Erstplatzierten so dicht beieinander lagen, bekamen alle 3 von der Erzgebirgssparkasse jeweils eine College-Mappe, ein Federkästchen und Stifte. Im SEMA-Tal läuft derweil schon ein neues Projekt unter der Überschrift Umweltdetektive decken auf. Initiator ist die Kranzhaler Kirche in Kooperation mit den Biathleten und der Grundschule. Soweit die Zusammenfassung der Meldungen aus den vergangenen Tagen. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, empfehle ich Ihnen kabeljournal.de. Dort hält Sie die Kompaktredaktion stets in Wort, Bild und Video auf dem Laufenden. Zum weiteren Programm. Frank Miedling begrüßt Sie derzeit zwischen 7 und 0 Uhr zu jeder vollen ungeraden Stunde in ERZ-TV das Magazin. Die Themen dabei: lebendige Ruine, das Schloss Hartenstein, lebendige Tradition, die Montanregion Erzgebirge und lebendige Küche, die Kochsendung Mahlzeit. Ein ausführlicher Blick auf sächsische Themen folgt täglich um 6.30 Uhr und 18.30 Uhr. Einschalten lohnt sich also. Ihnen jetzt eine entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Glück auf! Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt der Werkstatt Schneeberg. Erzgebirgische Adventsstimmung, barockes Ambiente und bergmännische Tradition werden Sie verzaubern. Weihnachtsmarkt in Schneeberg. In der Stadt, auf dem Markt und in vielen gemütlichen Stuben. Seien Sie herzlich willkommen zum Stolberger Weihnachtsmarkt. Erleben Sie erzgebirgische Traditionen und gemütliche Adventsstimmung rund um den historischen Marktplatz. Schlendern Sie gemütlich bei Lebkuchen, Glühwein und anderen Leckereien durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt und besuchen Sie dabei die Schwibbogenausstellung in der St. Jakobikirche, das Frau-Holle-Haus in der Herrenstraße, den feierlichen Bergaufzug oder die Weihnachtsmannparade. Alle Geschäfte haben auch sonntags geöffnet. Stolberger Weihnachtsmarkt vom 4. bis 6. Dezember.